Ja, der Network Marketing Verdienst, alles Betrug oder was? Wir wollen heute über den Verdienst im Network Marketing sprechen und meine Erfahrungen und vor allem einige Punkte, die ich dir mitteilen möchte, wenn du sagst, ja, wie viel kann ich denn im Network Marketing verdienen? Wie hoch ist der Verdienst im Network Marketing? Ich möchte ein ehrliches, ein realistisches Bild bieten und ich möchte, dass du danach sagst, okay, ja, ich starte das. Es gibt immer wieder zum Verdienst im Network Marketing Versprechen schnelles, einfaches Geld. Und das stimmt einfach nicht. Das heißt, wenn du das schnelle, einfache Geld suchst und sagst, ja, ich möchte etwas verdienen im Network Marketing, bist du völlig falsch, weil Network Marketing ist harte Arbeit. Network Marketing ist ehrliche, harte Arbeit. Du brauchst Ausdauer. Du brauchst wirklich auch die Fähigkeit, an dir zu arbeiten, Rückschläge in Kauf zu nehmen. Das schnelle, einfache Geld ist Network Marketing nicht. Das heißt, wenn dir jemand sagt, bezüglich Network Marketing Verdienst, es ist schnelles, einfaches Geld, dann stimmt das einfach nicht. Aus meiner Sicht, und das ist jetzt nur meine Erfahrung von den vielen Trainings etc., was kann man verdienen im Network Marketing? Ich sage, in einem seriösen Unternehmen kannst du 200 Euro bis 1000 Euro pro Monat kannst du verdienen. Dazu musst du natürlich was tun, musst du weniger oder mehr tun, aber das sind so die Summen, wo ich sage, die kannst du verdienen. Es gibt auch Menschen, die weniger verdienen als die 200 Euro. Es gibt auch Menschen, nicht so viele, muss ich sagen, die mehr verdienen, aber es gibt sie, weil sie einfach gewisse Fähigkeiten noch haben. Aber ich sage mal so, wenn du sagst 200 Euro, hört sich nicht viel an, 200 Euro ist viel Geld. Mit 200 Euro jedes Monat kannst du wirklich viel, viel, viel machen. Also, wovon ist der Network Marketing Verdienst eigentlich abhängig? Es sind 1, 2, 3, 4 Punkte. Von 4 Punkten ist er abhängig. Der erste Punkt ist der Vergütungsplan. Hier gibt es viele, viele Unterschiede und es kommt vor allem darauf an, einerseits mal, wie hoch ist die Spanne im Verkauf. Das heißt, wenn du Produkte verkaufst im Network Marketing, kannst du ja schnelles Geld verdienen, indem du ein Produkt verkaufst und das Geld bekommst. Wie hoch ist die Spanne? Ist sie 10%, 20%, 30%, 40%? Also schau auf diese Spanne, weil am Anfang ist es auch wichtig, auch für deinen neuen Teampartner, die wollen Geld verdienen, ist das auch wirklich möglich. Natürlich ist es auch wichtig, über das sprechen wir nachher, das Produkt, aber es muss auch fair sein für neue Leute. Ich kenne auch Vergütungspläne im Network Marketing, wo man den Verdienst abschreiben kann. Wenn man sieht, dass man als Neuer nicht so viel verdienen kann, man muss erst gewisse Stufen erreichen, damit man was verdient. Deswegen die Frage, verdienen die Leute an der Spitze das meiste Geld? Das wird ja oft gefragt im Network Marketing verdienen, also wenn es um den Network Marketing Verdienst geht. Wenn es ein richtig, ein fairer Vergütungsplan ist, dann verdienen nicht die, die als Erster eingestiegen sind, das meiste Geld, sondern die, die fleißig sind, die, die viel machen. Und bei deinem Network Marketing Verdienst ist eines ganz, ganz wichtig. In jedem Vergütungsplan ist es von Vorteil, wenn du viele verschiedene Beine hast, viele verschiedene Linien. Dazu musst du viele verschiedene Menschen ansprechen. Du brauchst Erstlinien. Das heißt, um deinen Network-Marketing-Verdienst in die Höhe zu schrauben, brauchst du Erstlinien. Das heißt, du brauchst aber auch einen Pool von Menschen, die du ansprechen kannst und dann eben gewinnen kannst. Und deswegen zeige ich dir mein System. Ich habe 110 Partner in 30 Tagen gewonnen, durch Facebook ohne Werbung zu machen. Hol dir unten das Training, noch ist es online. Also Punkt 1, Vergütungsplan. Punkt Nummer 2 sind unterschiedliche Punktwerte. Pass auf, also es ist so, jedes Produkt im Network Marketing hat Punktwerte. Nehmen wir an zum Beispiel ein Lineal, ja, um es einfach zu machen, hat 10 Punkte und dann zum Beispiel ein Shake hat 100 Punkte. Das heißt, die Wertigkeit von den Produkten drückt sich aus in den Punkten. Deswegen schau auch, was sind die Produkte, die viele Punkte bringen und die eher weniger bringen. Und forciere, wenn du deinen Network Marketing Verdienst nach oben schrauben möchtest, musst du die Produkte forcieren, die natürlich gewünscht werden, die sich verkaufen lassen, aber auch die viele Punkte bringen. Weil sonst fehlt dir das Volumen. Das heißt, schau auf die Punktwerte. Nummer 3 für deinen Network Marketing Verdienst ist das Produkt. Das Produkt. Also es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass es ein Verbrauchsprodukt ist. Wenn du ein Produkt hast, das einmal gekauft wird, aber nie wieder, dann ist es ganz, ganz schwer, weil du musst wieder diesen Verkauf machen. Und du sagst, na okay, ich habe eh Teampartner oder Vertriebspartner. Aber du verdienst nur Geld, wenn deine Vertriebspartner auch was verkaufen. Das heißt, ein Verbrauchsprodukt ist natürlich von Vorteil. Auch ist es wichtig, einen Massenmarkt anzusprechen.
Wenn du zwar ein Verbrauchsprodukt hast, aber du so eine kleine Zielgruppe damit ansprichst, dann wirst du langfristig damit kein Geld verdienen. Das heißt, im Network Marketing, der Verdienst ist vom Produkt natürlich sehr stark abhängig. Wird dein Produkt auch gewünscht? Ist es ein Produkt, das die Leute auch wollen? Und eine Statistik ist für mich immer wichtig, wenn ich spreche vom Network Marketing Verdienst. Wie schaut es mit der Nachkaufsquote aus? Also wo steht der Kunde nach 13 Monaten? 13 Monate hat der Kunde das Produkt oder wie schaut es aus? 13 Monate danach, wie viele haben noch das Produkt? Und hier gibt es dann Unternehmen, die zum Beispiel nur 10% haben. Ich kenne Unternehmen, die haben im 13. Monat nur 10% der Kunden mehr da. Und wie willst du da langfristig Geld verdienen? Das heißt, wenn du hier ein Abo-Modell hast, ein Verbrauchsprodukt, brauchst du so viele neue Leute, dass du das nicht schaffst. Also schau hier drauf. Und Punkt Nummer 4 bei deinem Network-Marketing-Verdienst ist eindeutig das System. Das System ist noch wichtiger aus meiner Sicht als die Firma, als das Produkt. Warum? Wenn du ein tolles Produkt hast, eine tolle Company, gibt es ganz viele da draußen, aber du hast kein System, wie du Kunden findest. Was brauchst du für ein System? Es muss 3 Schritte können. Wie findest du Kunden und Partner? Wie sprichst du Kunden und Partner an? Und wie gewinnst du Kunden und Partner? Das ist das Wichtigste. Das ist dein System. Wenn du das hast, das ist wichtiger als dein Produkt, als deine Company. Und dieses System zeige ich dir gerne, wie ich das mache. Viele Wege führen nach Rom, aber ich habe das sehr erfolgreich gemacht. Eines ist noch wichtig, wenn wir sprechen über deinen Network Marketing Verdienst, nur 2% der Menschen werden richtig durchstarten. Sei nicht enttäuscht. Ich möchte deine Erwartungshaltung ein bisschen nach unten schrauben. Ich möchte, dass du weißt, wenn du 100 Vertriebspartner gewinnst, dann werden 2 so richtig durchstarten, das werden richtige Knaller, aber dazu brauchst du auch 100. Das heißt, du musst wirklich viele Menschen ansprechen. Und ja, das ist alles zum Network Marketing Verdienst. Hol dir noch mein Webinar. Also ich hoffe, du konntest davon profitieren. Danke fürs Zuschauen. Bye bye, bis zum nächsten Video. Ciao.